Ich werd dir King durch meine Texte, das trotz simpler Lines. Wieso bin ich schuld daran, dass das wohl für euch Spinner reicht? Scheiß auf die Konzepte, Digga, schau, ich bin der Beste. Du fragst mich, wie willst du punchen? Und ich hau dir auf die Fresse. Nein, ich schrei nicht, ich hab nur viel Druck auf meiner Stimme. Hast du Druck auf deine Stimme, klingst du Fuchs wie eine Grille. Also mach hier nicht auf, aber zeig dir Penner, wie es geht. Der Masken-Rapper mit Statist redet von Kreativität. What the fuck? Leute wie du haben kein Abi. Yeah. Euch fehlt die Illumination. Nutzt dann als Ausrede alle den Begriff der Bildungsinflation. Bilderbuch-Rapper, du höchstens Hintergrundsänger. Ey, wat für Schaffung im Grauen, du mächtiger Dichter und Denker. Ich halte meine Karten offen zu dir hin, denn du bist eh zu dumm, um zu gewinnen. Auch wenn du einen echt guten Lauf hattest, bist du allerhöchstens das bei englischer Aussprache. Meine Attitude spielt Reise nach Jerusalem, denn sie sitzt jede Runde. Deine spielt Verstecken noch während der klingender Mucke. Ich mach mir nichts vor, kling im Ohr wie ne Dampfwalze. Du klingst in meinem Ohr wie ein Kinderchor, zu viel Gramm Weiße. Doch vor ein paar Runden waren die Fronts besser. Ich spring so viel rum, sagt er, auf Gangster machende Popsänger. Nur wirre Zeilen, was willst du mit dem Konzept erreichen? Weiß zwar nicht, was Royal Punchlines sind, aber man möge mir das Zepter reichen. Mein Feature hat gegen dich war hingeschissen, genau wie die Runde von Felix. Denn du bist so irrelevant, keiner von uns hat deinen auf deine Mucke gegeben. Du solltest dich schämen, alles was du produzierst ist am Ende verschwendetes Leben. Ey, du hast zwar Moa in deiner Runde, doch in dem Fall wär weniger mehr gewesen. Was das für ein Dreck, das ist in keiner Form Kunst, das kann weg. Du sagst, bei Siegtum sieht man jede Line vorher und bringst den Vergleich über AliExpress. 16 Bars auf der Kimmel, ja danke für die Info, dicker fette Line. Manche würden damit zu einem Urologen, doch nicht Noah, der ist damit beschäftigt, Dance zu sein. 16 Bars von dem Masken-Heini und da hat gar nichts im Ansatz gepuncht. Siegtum klingt, als würde sich dafür anstrengen, dafür hört ihr euch nur anstrengend an. Bei dir bleibt auch nicht so viel hängen, erwähnt jemand Noah, ja dann klingelt was. War das nicht der Typ mit der Maske, der übelsten Druck auf den Pimmel hat? Ihr mangelst an Persönlichkeit, was soll das bitte heißen? Junge, Hauptsache, paar schnelle Bars fürs Finale wird's reichen. Und nochmal für den Fuchs jetzt zum Mitschreiben. Auch wenn du die Maske fällst, kannst du mit deinen Parts noch kein Gesicht zeigen. Ich halte meine Karten offen zu dir hin, denn du bist eh zu dumm, um zu gewinnen. Auch wenn du einen echt guten Lauf hattest, bist du allerhöchstens das bei englischer Aussprache.